Du wirst beobachtet. Johannes Kapitel 5, Vers 6 bis 9. Als Jesus diesen Daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Unser Gott ist in seinem Handeln stets souverän und vollkommen. Dies beinhaltet auch, dass die Augen des Herrn alles aufmerksam sehen und erkennen. Der König David schrieb in Psalm 121, Verse 1 bis 6: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Was bei der Begebenheit am Teich Bethsaida auffällt, dass nicht der Kranke Jesus sieht und ihn anspricht, sondern dass es genau umgekehrt ist. Jesus sieht den Kranken. Und ebenso sieht er auch dich und mich, egal in welcher Situation wir uns gerade befinden. Und wir dürfen auch sicher sein, dass Gott uns und unseren Zustand besser sehen und einschätzen kann, als wir das selbst je bewerkstelligen könnten. Was dies letztlich bedeutet, drückt David wunderbar in seinem Psalm aus. Gott schläft nicht. Wir sind wohl öfters abwesend oder sehen manche Gefahren nicht oder verzetteln uns durch so manche kopflose Aktion. Bei Gott kann so etwas nie passieren. So wie der kranke Mann am Teich darauf wartet, dass ein Mensch ihm hilft, so warten wir vielleicht auch, dass sich Umstände zu unseren Gunsten verändern und ein Mensch oder der Zufall in Anführungszeichen uns irgendwie weiterhilft. Geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir wie dieser Mann sagen müssen: Ich habe keinen Menschen? Aber fragen wir uns auch, ob wir auf Menschen oder auf Gott warten und hoffen sollen und ob wir tatsächlich auch unsere Probleme vor Gott oder überhaupt wahrnehmen und sehen können oder auch wollen. Im Bibelkommentar von William MacDonald heißt es zu diesem Abschnitt in der Bibel Folgendes: Einer der Männer, die dort an dem Teich warteten, war 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet. Das heißt, dass er in diesem Zustand schon war, ehe der Retter geboren war. Der Herr Jesus wusste das alles. Er war diesem Menschen nie vorher begegnet. Doch wusste er, dass er lange Zeit krank war. In liebevollem Mitgefühl spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Jesus wusste, dass dies der größte Wunsch des Mannes war. Aber er wollte den Mann zu einem Eingeständnis seiner eigenen Hilflosigkeit bringen. Er sollte zugeben, dass er auf Heilung angewiesen war. Ähnlich ist es mit der Errettung. Der Herr weiß, wie nötig wir die Errettung haben, aber er wartet darauf, dass wir mit unserem eigenen Mund bekennen, dass wir verloren sind, ihn brauchen und ihn als unseren Retter annehmen. Wir werden nicht durch unseren Willen gerettet, doch muss der menschliche Wille mitspielen, wenn Gott einen Menschen rettet. Die Antwort des Kranken war sehr mitleidserregend. Jahr um Jahr hatte er bei dem Teich gelegen, darauf gewartet, hineinzukommen, doch jedes Mal, wenn das Wasser bewegt worden ist, hatte er niemanden, der ihm geholfen hätte. Jedes Mal hatte er versucht, hineinzukommen, doch jedes Mal war ein anderer schon eher da. Das erinnert uns daran, wie wir enttäuscht werden, wenn wir uns auf unsere Mitmenschen verlassen, dass sie uns von unseren Sünden erretten. Das Bett des Kranken war eine Matte oder eine leichte Matratze.
Jesus forderte ihn auf, aufzustehen, seine Matte zu nehmen und umherzugehen. Die Lehre für uns lautet hier, dass wir, wenn wir errettet werden, nicht nur aufgefordert werden, aufzustehen, sondern auch umherzugehen. Der Herr Jesus heilt uns von der Krankheit der Sünde und dann erwartet er von uns, dass wir ein Leben führen, das ihm Ehre macht. Der Retter befiehlt niemals, jemandem etwas zu tun, ohne ihm nicht auch die Kraft dazu zu geben. Als er sprach, flossen neue Kraft und neues Leben in den Leib des Kranken. Er wurde sofort geheilt. Er war keine allmähliche Heilung. Das war es nicht. Die Glieder, die jahrelang schwach und unbrauchbar gewesen waren, strotzten nur so vor Kraft. Und dann gehorchte der Geheilte sofort dem Wort des Herrn. Er nahm sein Bett auf und ging umher. Wie aufregend muss das für ihn gewesen sein, nachdem er 38 Jahre krank gewesen war. Das Wunder fand an einem Sabbat statt, dem siebten Tag der Woche, unserem Samstag. Die Juden durften am Sabbat keine Arbeit tun. Dieser Mann war ein Jude und doch zögerte er nicht, auf den Befehl des Herrn Jesus seine Matte zu tragen, trotz der jüdischen Tradition. Sicherlich kann Gott auch durch andere Menschen helfen. Aber sind unsere Hoffnungen manchmal nicht mehr irdisch als himmlisch? Glauben wir, dass Gott uns sieht, uns wirklich helfen will und kann? Vielleicht haben wir manchmal den Gedanken in uns, dass Gott sich ja um so viele Menschen kümmern muss und die oft weitaus größere und mehr Probleme und Sorgen haben als ich womöglich. Mit wem haben wir es zu tun? In Psalm 139, Verse 13 bis 16 lesen wir, mit wem wir es zu tun haben. Da heißt es, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Gott sieht dich, schon bevor du überhaupt geboren wurdest. Der Herr kennt deinen Anfang und dein Ende und alles, was dazwischen ist. Bei dem Mann am Teich war es auch so, dass Jesus ihm Fragen stellte und nicht umgekehrt. Wir sind auf Gottes Wirken, auf seine Gnade angewiesen. Die Errettung ist wie die Schöpfung. Gott spricht und es geschieht. In Jesaja 65, Vers 1 lesen wir entsprechend. Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich, hier bin ich, hier bin ich. Der Gott, an den wir glauben dürfen, ist ein souveräner, überaus gnädiger, allmächtiger, allwissender, allgegenwärtiger Gott. Ihm dürfen wir vertrauen, denn er sieht uns und er hilft uns. Denn er allein weiß, was wir brauchen. Und das dürfen wir vor allem in dem sehen, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, unsere Erlösung. Und das haben wir am allernötigsten. Und Jesus Christus schenkt uns den Glauben an die Vergebung unserer Sünden, wenn wir ihn darum bitten. Gelobt und gepriesen sei der Herr Jesus Christus. Amen. Thank you.